Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Ich bin immer noch bei Napster Blut und liege auf dem Boden und fühle mich wie Müll. Und es ist entspannt. Den verrückten Dummy im letzten Part konnte ich noch besiegen und bin bei Napster Blut zu Hause. Und nun wird es langsam Zeit, wieder aufzubrechen. Well, that was nice. Thank you. Ja, war schon geil. Hier ist die Schneckenfarm von Bluekey. Oh Gott, I'm working right now. I mean, welcome to the Blue Family Snail Farm. Yeah, I'm the only employee. This place used to get a lot of business. But our main customer disappeared one day. Now it's just some hairy guy that shows up once a month. Ein haariger Typ, der einmal im Monat auftaucht. Ich glaube, er meint... Also ich bin mir nicht sicher. Das ist auch story-technisch nicht wichtig, aber ich glaube, das ist Escor. Eine Schnecke. Ich weiß nicht warum, aber ich wundere mich, wie sie schmeckt. Snail, snail, a long journey extends in front of you. Snail, snail, reach far and stretch beyond the horizons. So snail, Sambiume. Ja, er sagt, ich soll mich anstrengen. Es liegt noch eine weite Reise vor mir. Eigentlich nicht wirklich, ich denke, ich bin bei etwa der Hälfte vom Pazifisten-Run inzwischen angekommen. Egal. I've been long overdue for a second house. Ja, er hat ein zweites Haus. Diese Schnecke zählt Geld. Was denkt ihr, woher der Typ hier das Haus hat? Und hier gibt's Schneckenrennen. Willst du mitspielen? It's called Thunder Snail. The snails will race, and if the yellow snail wins, you win. It's 10G. Eine Runde mache ich mal. Ja, mit Z kann ich sie motivieren. Aber ich darf sie nicht... Los, Schnecke! Ich kenne viele, die das hier nicht hinkriegen, aber bei mir sieht es ja ganz gut aus hier im ersten Try. Schade. Race End. The snail lost by a 10 margin. Actually, the snail is under the false belief that it won. Oh no, the snail is looking over here. Ja, ich hab den Jackpot! Als ob, denn wenn man gewinnt, bekommt man normalerweise nur das zurück, was man gesetzt hat, weil Napster Blue hat kein Geld. Aber meine Schnecke glaubt, sie hat gewonnen, hat es aber leider nicht ganz geschafft. Jetzt gibt er mir ein bisschen Geld und ich soll so tun, als ob ich gewonnen habe. Jetzt habe ich 30 bekommen. Yay, ich habe gewonnen! Mein Herz, das war geil. So, tschüss Blueki. Osten ist Hotland und hier ist auch Tammy Village, was? Da kommt noch was vor Hotland, das weiß ich. Boah, warum drücke ich da mal aus Versehen zweimal drauf? Ich glaube, das kommt hier rechts, ne? Was ist hier unten? Hier oben ist ein Shop. I've got some meat junk for sale. Oh, Speed Up. Da
Das Emblem hinter ihm hat eine interessante Geschichte. You don't know what that is. What are they teaching you kids in school nowadays? That's the Delta Rune, the emblem of our kingdom. The kingdom of monsters. Great name. It's as I always say, fucking fluffy buns can't name for beans. The emblem actually predates written history. The original meaning has been lost to time. All we know is that the triangle symbolizes monsters below, and the wing the thing something else. Most people say it's the angel from the prophecy. Oh yeah, the prophecy. Legend has it, an angel who has seen the surface will descend from above and bring us freedom. Lately the people have been talking a bleaker outlook, calling that winged circle the angel of death, a harbinger of destruction waiting to free us from this mortal realm. In my opinion, when I see that little circle, I just think it looks neat. Das war das, was ich wollte. Er hat etwa... kann man hier verkaufen? Man kann ihn anscheinend nehmen. Ah, im Tammy Village kann man Sachen verkaufen. Habe ich irgendwas dabei, das ich ablegen kann? Hier den Pie. Und die Hundereste vom Annoying Dog. Ja, ich bin da, wo ich sein wollte. Hurt, beaten and fearful for our lives, we surrender to the humans. Seven of their greatest magic concealed us underground with a magic spell. Anything can enter through the seal, but only beings with a powerful soul can leave. Das heißt, jeder kann rein, nur welche mit einer starken Seele raus. Gleich erzähle ich euch noch, was es genau mit dem Emblem auf sich hat auf Deutsch. There's only one way to reverse the spell. With a huge power equivalent to seven human souls, attacks the barrier. It will be destroyed. Sieben Menschen sehen, dann kann man das kaputt machen, die Barriere. But this cursed place has no entrance or exits. There's no way a human could come here. We'll remain trapped down here forever. Aber ich bin der siebte Mensch. So. Und zwar Special Enemy Tammy! Yay! Ich hab keine Flakes. Talk. You say hello to them. Oh, ein Tammy! Tammy ist ein bisschen strange. So, und zwar dieses Emblem. Viele denken, es sei... die Dreiecke sollen die Monster darstellen und die Flügel. Viele sagen, es ist ein Engel, andere ein Todesengel. Er wird alle Monster befreien, aber manche denken, dass Befreien gemeint ist, dass er sie alle umbringen wird. Das ist kurz zusammengefasst. Oh nein, diese Gegner sind so... What? Blöd. Okay. Autsch. Gott. Scheiße, ich werde langsamer. Boah, wie kann ich ihn... Jetzt liegen wir beide wie bei Napster Blue. Und jetzt versteht dieses Ding den Sinn des Lebens. Und ich verstehe, dass ich gleich kein Leben mehr habe. Sag mal, kann man das Ding nicht verschonen? Und wie wechsle ich zur zweiten Seite? Okay, wieso ging das jetzt? Nice Cream.
brauche ein bisschen Distanz. Es mag, dass ich Respekt gehe. Davor habe, dass es seine Privatsphäre will. Na danke, endlich. Oh, hier ist ja ein unsichtbarer Weg. Die Musik ist schon toll. Wir sind hier im geheimen Temmidorf. Oi, welcome to Tem Village! Tolle Musik. Oi, I'm Tammy. And this is my friend, Tammy. Oi, I'm Tammy, and this is my friend, Tammy. Oi, I'm Tammy, don't forget my friend. Hi, I'm Bob. Ich fühle irgendwas und bin deswegen mit Entschlossenheit gefüllt. So, hier kann ich mal... Oi, you should check out Tem Shop. Der ist hier. Ja, ja, I agree. So, should check Tem Shop. Tem ist ein bisschen merkwürdig. Verkaufen. Wow, der Stick. Why you got a stick? I thought I have that stick, but I gotta pay for collection. Tem always want a stick. Was ist, wenn ich nötig? But... Dann muss ich ihn für 150 machen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Gold. Template. Template im Sonderangebot. Ein teurer Template. Und ich bezahle Tammy sein College. Ja. Talk. Say hello. Oi, I'm Tammy. How about yourself? Oi, I'm Tammy. Tammy History. A stems have deep history. Das sagt alles. About Shop. Ja, ja, go to Tem Shop. Tammys sind sehr tolle. Oi. Tammys sind echt toll. Oh, human, such a cute. Tem watch egg. Egg will hatch. Tem proud parent. Ja. Tammy beobachtet dieses Ei, bis es schlüpft. Es ist hart gekocht. Eine Statue von Tammy, und der ist sehr berühmt. Feeling of being watched. Ah, das ist ein Kunstwerk. Es heißt, das Gefühl, beobachtet zu werden. Dieser Pilz ist strange. Pilztanz. Was soll ich sonst machen? It symbolizes my inner torment trapped here in my hype. My struggle to pull away, my struggle to escape. But alas, to no way. Der hat irgendwelche Probleme. Tem yet human allergic to Tem. That okay, Tem understand. Tem also allergic to Tem. Sehr toll. Ich denke, dann wird es langsam Zeit, diesen sehr tollen Moment. Ah nein! Ich bin nicht mit Entschlossenheit gefüllt, sondern mit Determination. Sehr schön. Ich bin gerade doof, Hilfe. Oh Gott, Joshua und Aaron.
fliehen. Den gibt's, kann ich abnehmen. Alter, ich verreck hier schon wieder. Flex. Gut, ohne Gegentreffer. Noch mehr. Jawohl. Gewonnen. Ein Glück. Was hätte schief gehen können? Muss ich irgendwie hierhin zurück? Ah nein. Wenn ich hier bin, muss ich hier hoch. Wie komme ich jetzt weiter? Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Buschwack. Schade, ein Gegentreffer. Ich dachte schon, ich schaffe den Kampf perfekt. Aber mal im Ernst, wie komme ich hier weiter? Ich bin gerade zu doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich das deaktiviere, passiert hier dann irgendwas? Weil im Tammy Village geht's nicht weiter, das weiß ich. Mann, nicht wieder das, der kam. Da brauche ich erstmal hier einen Ice Cream. Hier kann ich einfach so stehen bleiben. Woschwack. Da wäre ich sowieso immer getroffen, das bin ich inzwischen gewohnt. Die Attacke finde ich deutlich besser als die mit den Armen. Und gewonnen. Mal mehr, und selbst wenn sind die Wege ja nur unsichtbar. Aber ich muss hier lang. Moldbug und Woschwa. Kacke, ich hab keinen grünen Tropfen erwischt.
das... Alter, wann habe ich das letzte... Komm, jetzt nicht so unnötig. Ich habe hier gerade keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf die Stelle gerade. Wie kommt man da weiter? Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, das hier ist ja noch schlimmer als das Piano-Rätsel, denn das hier muss ich schaffen. Warum ist da jetzt ein Weg? Willst du mich gerade... Kann mir das jemand erklären? Ja, die Attacke ist sowieso immer. Ich weiß auch gar nicht, wie man das verhindern soll, mein Ernst. Komm, ich hab keinen Bock hier jetzt lang zu hängen. Ich hänge hier im Wasserfall eh schon viel länger als ich dachte. Und Wasserfall ist ja noch nicht das letzte Gebiet. Trotzdem würde ich jetzt gern wissen, warum jetzt ein Weg da ist. Without candles are magic to guide them home, the monsters used crystals to navigate. Ja, die Monster haben Kristalle. Zur Orientierung benutzt. Und nicht wieder das Match. Warum ist Undertale jetzt wieder nicht das Vordergrundfenster? Hier wäre kein Gegentreffer gut. Danke. Ja, hier bitte ausweichen. Autsch. Das war nicht ausgeglichen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich glaube irgendwie, ich bin falsch. Warte, da war ein Weg. Oh, woher soll ich denn wissen, wo ich lang muss? Jetzt bin ich komplett falsch, oder? Offensichtlich. Ist echt ein geiler Raum schon wieder. Alter, diese Folge heute. Was für ein Scheiß. Jetzt sterbe ich in dem Kampf noch schön. Komm, lass mich einfach hier durch. Thank you.
da habe ich ja schon wieder den Gegentreffer sicher. Jetzt hat man hier irgendeinen Anhaltspunkt. Ja, da ist doch was. Geil, ich bin am Anfang. Ich verlasse nochmal den Raum, dann habe ich, glaube ich, wenigstens kurz nochmal Licht. Alter, das fuckt mich gerade richtig ab. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was zur Hölle ich machen soll. Irgendwo muss es doch lang gehen. War hier gerade ein Ding? Hier auch nicht. Hier kann ich jetzt wieder hoch und es hilft mir nicht. Ich komme immer auf dieselben Wege. Junge, ich muss hier gefühlt das Let's Play abbrechen. Alter, ich lade mir gleich einen Cheat runter, damit der Raum hier hell bleibt. Und dann noch diese gar nicht unnötigen Encounter. Vor allem bringen die nicht mal Gold, die Tempel. Wo muss ich lang? Ich öffne mir gleich ein YouTube-Video und guck das. Hier ist mein Handy. Ist das ein Bug? Das ist ein Bug.
bei dem YouTuber, den ich gerade anhab, ist der Weg sichtbar. Der Weg ist einfach sichtbar. Ey, ich würde wetten, das ist gerade bei mir ein Bug und nicht bei ihm. Alter, warum schaltet sich jetzt ein anderes Video an? Ich wollte sehen, wie man da langlaufen muss. Gott, ich werd hier nicht fertig heute. Ich laufe hier zum 38. Mal den gleichen Weg ab. Ja, okay. Doch, hier. Bei ihm wird der Weg aber immer wieder sichtbar. Mach ich irgendwas falsch? Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Warte, wo ist so eine Lampe? Das geht echt. Gott. Da habe ich es die ganze Zeit falsch gemacht. Das hätte so schnell gehen können. Behind you. Seven human souls. With the power of seven human souls, our king, King Asgard Dreamer, will become a god. With that power, Asgard can finally shatter the barrier. He will finally take the Dings, kann ich lesen. And give them back the suffering and pain that we have endured. Understand, human? This is your only chance at redemption. Give up your soul, or I'll tear it from your body. And I will help you fight. Yo, you did it! And then it's right in front of you, you've got front row seats to her fight. Wait, who's she fighting? Hey, you aren't gonna tell my parents about this, are you? This monster kid hat sich geout. Oh, ich hab grad übel Angst, dass hier gleich der richtige Kampf kommt. Hier muss es doch noch ein Safe geben. Weil gleich kommt ein richtiger Bosskampf. Ja! Willst du mich ba- Jetzt muss ich diesen Kackraum nochmal durchrennen, um zu... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich läuft's dann besser. Ciao.